Es ist ein Heim zu uns noch stillgekommen, im Wachsbus zu impfen. Sag's mir, wie es dazu gekommen seid. Ja, wir haben es halt von unseren Eltern gekriegt und fand ich eine gute Idee. Und tatsächlich, wie habt ihr es gefunden? Ja, toll, ja. Und der Bus, wie hat eigentlich der Bus gefallen? Ja. Kommt es wieder in 3 Wochen? Ja. Und was? Die Massentests, die jetzt inzwischen wissenschaftlich nachgewiesenermaßen als Erfolg bezeichnet werden, es hat halt nicht dazu gereicht, dass wir natürlich jetzt langfristig keine Probleme hatten. Aber dann gibt es jetzt zunehmend Momente der Spaltung, des Hasses auch, gerade in den sozialen Medien. Und hier gilt es, das zu überwinden, diesen Zusammenhalt wiederzugewinnen. Wir können nur auf die Ergebnisse der Wissenschaft, die natürlich laufend auch diskutiert und nachgebessert werden, vertrauen. Ja, wissen Sie, wenn man alle Argumente auf einen Tisch legt, also das heißt identische Fakten auf dem Tisch, und dann lässt man unterschiedliche politische Gruppierungen reingehen und man würde annehmen, das sind alles gleich kluge Leute, dann würde man erwarten, dass der Entschluss am Ende identisch wäre. Also für mich ist es evident, dass hier viele verwirrte Menschen mitdiskutieren und mitentscheiden. Was ist die Alternative? Und die Alternative zu den restriktiven Maßnahmen ist noch mehr Leid, noch mehr Elend, noch mehr Tote. Und es wird bald die Situation kommen, dass jeder irgendjemanden kennt, der aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Und wie es denkt Gott? Ja, ich hab's es gehört. Im Eingang und im Ausgang. Die Maskenpflicht für bestimmte Zonen und für bestimmte Abteilungen wird weitergeführt. Und weil eben der Platzalot so ein Laboratorium ist, wo höchst unfällige und ganz sensible Blattlern und Viren umeinander schwirren, deswegen muss ein Laboratorium vom Platzalat die Maskenpflicht weitergeführt werden. Was darf natürlich Spaß beiseite. Aber jetzt abgesehen von der Maskenpflicht, das ist für uns ja überhaupt kein Problem mehr. Das machen wir locker. Wir rennen mit sie umeinander, bis wir demaskiert werden. Die Eingangsvideos seien viel spannender. Und das ist leider wirklich ein Ausschnitt von, sagen wir, da kann man, ich glaube, für 10 Jahre jeden Abend eine Netflix-Folge machen. Verstehen Sie? Spaß! Und warum ich jetzt einmal ausgesucht habe, wirklich ein Beispiel auf der Bord, weil ich eigentlich versprochen habe, ich weiß eigentlich auf die Veranstaltung hin, Corona-Aufarbeitung, der große Themenabend über wissenschaftliche und praktische Konsequenzen sowie juridische und politische Erfahrungsberichte nach der mRNA-Impfung. Und ich glaube, nachdem wir jeden historischen und ahistorischen Quatsch in der Menschheitsgeschichte 150.000 Jahre lang aufarbeiten und Gedenksteine und Marterlern oder was weiß ich was aufstellen. Nachher muss es auch erlaubt sein, dass bestimmte Leute und in dem Fall der Herr Unterholzner das Thema zum Anlass nimmt, um die Sorgen und Ängste von den Menschen ernst zu nehmen oder zumindest einmal in einer öffentlichen Diskussion darzustellen. Weil Tatsache ist, dass es nach wie vor Anfeindungen gibt, dass es nach wie vor Menschen gibt, die sagen, ah, vergiss den Quatsch. Und selbst in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich ihm sage, ah, da gibt es jetzt ein Thema, halt, da gibt es jetzt einen Informationsabend zum Thema Corona, lass dich den Schmäh, das ist ja alles schon vorbei, das ist alles jetzt so schlimm gewesen. Eben, gerade deswegen, weil es jetzt so schlimm gewesen ist, soll man doch die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und wie eben der Herr Gensbacher im Eingangsvideo gesagt hat, wenn man gleiche wissenschaftliche Daten auf den Tisch legt und dann erlaubt man unterschiedliche Hitzköpfe, halt unterschiedliche Wissenschaftler zu, dann müssen eigentlich das Gleiche rausgekommen. Jetzt ist da verdammt nochmal nicht das Gleiche rausgekommen. Und jetzt fragt man sich, wie geht jetzt das? Wieso kommt man jetzt drauf, dass das, was vorher gewesen ist, auf einmal ganz anders? Natürlich, Wissenschaft muss oder kann spätestens seit dem
ich glaube, der Sir Karl Popper ist es gewesen, muss falsifiziert werden. Hell interessiert uns noch nicht. Wir wollen diskutieren. Und wenn man schon über alles diskutiert, nachher sollte man auch die Möglichkeit haben, wirklich über das Thema Corona, das uns 3 Jahre beschäftigt hat und das die Menschen verändert hat, das mich verändert hat, das Eng verändert hat, das Familien verändert hat, das wirklich die Gesellschaft, ich erlaube mir zu sagen, zum Schlechten verändert hat. Obwohl, ich leide ganz meine persönliche Meinung und ich bin sowieso so ein Hornuchs. Aber die Möglichkeit, das Thema aufzuarbeiten, die Seil muss gegeben sein, die Seilfreiheit. Und wenn eben alle so schwülstig erzählen, alle seien gleich und alle können ihre Meinung äußern und alle wären in ihrer Andersartigkeit und in ihrem Anderssein gepflegt und gehegt. Und ob das jetzt männlich, weiblich, divers oder trans oder gender oder fluid oder was weiß ich was ist, Corona, geimpft, nicht geimpft oder getestet oder verpestet oder was weiß ich was. Wir sind alle gleich und alle dürfen wir etwas sagen. Und der Themenabend am Samstag, 6. Mai um 18 Uhr im Walterhaus, der ist eine gute Möglichkeit. Und ich empfehle eng gleich anzumelden, weil scheinbar ist da wirklich ein riesiger Zuspruch und die Plätze sind natürlich begrenzt wegen der Corona, weil man nicht so nur Plätze. Auf jeden Fall kein geringerer als der Professor Dr. Martin Hadicskimp und er wird da referieren. Und er hat ja schon von Anfang an schon gesagt und von Anfang an darauf hingewiesen, schauen wir uns das an und werden wir einmal von allen Seiten das begutachten und werden wir nicht panisch und versuchen wir einfach cool und locker zu bleiben. Aber nachdem der Bundeskanzler, der damalige, der Waschel, gesagt, wie ich es gehört habe, es wird jeder wird einen kennen, der einen kennt, bei dem einer dabei gewesen ist, der einen kennt, der so irgendwie halt. Und wie gesagt, verstehen Sie Spaß bis ans Ende unseres Lebens. Es sind natürlich auch andere Teilnehmer bei der Veranstaltung. Deswegen meldet euch an. Und wenn euch das Thema einfach beschäftigt und wenn für euch das nach wie vor etwas ist, was tief sitzt und was mit euch etwas angestellt hat, vielleicht habt ihr es durch so ein Thema genommen oder einfach durch die öffentliche Diskussion die Möglichkeit, ein bisschen zu befreien und einfach auch die Freiheit oder einfach das Selbstbewusstsein wieder so zu sein, wie es ist, wie eine Persönlichkeit eigentlich das einfach vermittelt und als anders sein und keine Angst mehr zu haben, geimpft oder nicht geimpft zu sein oder einfach zu sagen, Meine lieben Leute, was hab's es mit uns veranstaltet? Oder so wie will. Ich sag das nicht. Ich meine, das kann man in Unbetracht von den ganzen Sachen, die jetzt ja alle mehr aufkommen und alle mehr darüber geredet und geschrieben und diskutiert wird und verheimlicht wird. Oder ist ja völlig wurscht. Auf jeden Fall das Recht auf Freiheit ohne Anspruch auf Wahrheit. Sei ist eigentlich das, was im Platzalata ausmacht, das Recht auf Meinungsfreiheit ohne in Anspruch auf Wahrheit. Und wenn man Sell nicht mehr tun darf, nachher war es eigentlich schon wirklich schlimm. Und im Zuge von der Vorbereitung habe ich mit ein paar Leuten diskutiert und unter anderem ist eben der Spruch gefallen, dass der über den Bringer der Wahrheit allem nachher geopfert wird oder was weiß ich was, ich habe das alles nicht verstanden, auch was das mit dem Überbringer von der Wahrheit und die Wahrheit ist eigentlich allem, die Wahrheit ist. Und dann hat mir einer, bin ich beim Friseur wieder gewesen, dann hat mir einer gesagt, die Wahrheit ist die einzige Nackte, die keiner umschauen will. Dann habe ich in der ersten Moment gesagt, nein, ich will eigentlich jede Nackte halt. Irgendwie ist es halt so, als ob die Wahrheit irgendwie ich verstehe es auch nicht. Was einfach Tatsache ist,
Maskenpflicht bleibt in bestimmte Gegenden, wo labile, grazile, halt, das ist jetzt kein Spaß und man muss jetzt das wirklich ernst nehmen und das sagen ja alle und in die Krankenhäuser und wenn man zu einem Physiotherapeuten geht, um sich in den Arm hinzurenken, dann muss man bitte die Maske aufhalten, weil es kann der Achselgeruch, kann Aerosole aussprühen und, oder halt, irgendwie muss man verstehen, dass das mit den ganzen Maskending noch nicht ganz vorbei ist und deswegen werden wir auch im Labor vom Blattsalat weiterhin die Maskenpflicht aufrechterhalten und schauen, möglichst gefahrlos durch den Sommer zu kommen. In dem Sinn, vergesst nicht, 6. Mai, 18 Uhr, Walterhaus, Corona-Abend. Und nicht vergessen, anzumelden.